Und damit recht herzlich willkommen zu Highlights und Tore der Bremenliga Sportschau. Schön, dass du eingeschaltet hast, freue mich, dass du da bist. Vergiss nicht, meinen Kanal zu liken und zu subscriben und mach die kleine Glocke an, dann verpasst du auch kein Video. Noch schaffe ich es nicht, immer regelmäßig um Punkt 20 Uhr mein Video zu droppen, aber ich gebe mir Mühe und Aber ich will ja auch, dass ihr euch das Video gefällt oder das qualitativ immer besser wird und dann muss man ein bisschen mehr arbeiten ab und an. Erstmals möchte ich mich nochmal bedanken, dass ich von den Trainern unterstützt werde. Von OSC Bremerhaven habe ich Videos bekommen und allem möglichen Kram. Ich finde das super nett von euch. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr mir hilft dabei. Aber jetzt lasst uns mal zu den Spielen kommen. Denn es war einiges los und es sind ein paar Entscheidungen gefallen. Blumenthaler SV gegen OSC Bremerhaven. 4:2 für Blumenthaler SV. Ist BSV bald ein Kandidat für die Halle? Soweit ist noch nicht, aber es ist eine sehr gute Rückrunde. Der Trainerwechsel hat sich bezahlt gemacht. KSV Wartansport gegen Werder Bremen. 2:0 für KSV Wartan. Werder jetzt in höchster Abstiegsnot. Ich glaube nicht, dass sie es dieses Jahr wuppen können. Da kann man dann gespannt sein, wie es in Bremen bei Werder dann weiterläuft. Unser nächstes Spiel ist SV Hemling gegen TuS Schwachhausen. Hemling aus der Corona-Pause zurück und gewinnt 3:2. Und Schwachhausen ist nun mittendrin im Abstiegskampf. So schnell kann das gehen. SC Borgfeld gegen die SG Aum und Fegesack. 1:2 für die SG Aum und Fegesack. Und damit ist SC Borgfeld leider abgestiegen. Ein paar muss es dieses Jahr treffen. Ein paar trifft es jedes Jahr. Borgfeld, sehr sympathischer Verein. BSC Hastedt gegen Bremer SV. 1:5 für Bremer SV. Hastedt damit so gut wie abgestiegen. Benita war so gut und hat mir ein paar Sätze zum Spiel gesagt. Moin, Benny. Moin. Wir haben, ja, kann man souverän sagen, hinten raus 5:1 gegen Hastedt gewonnen. Wir haben aufgrund der schweren Wochen, die jetzt folgen, mit dem Pokalspiel am Freitag gegen Werder 3 am Montag und dann die Woche drauf Freitag gegen Brinkum, haben wir ein bisschen rotiert, so dass alle Spieler in der Spielpraxis sind. Da durch Corona natürlich immer was ausfallen kann, dass welche einspringen müssen, dass die auch alle im Spielfluss sind. Und das hat man dann in der ersten Halbzeit ein bisschen gemerkt, dass der Motor, wenn man, wie man so schön sagt, gestottert hat. Und haben dann aber mit der zweiten Halbzeit, da haben bei Hastedt natürlich dann auch die Kräfte irgendwann nachgelassen. Und durch unsere Einwechslung, durch Papi Diop, Alex Arnold und Basti Kurkevic kam da nochmal richtig Dampf rein und haben dann auch unsere Tore gemacht. Und wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit schon deutlicher gestalten können. Mit der einzigen Torschance, die Hastedt hat, sind sie in Führung gegangen, was wir schnell egalisiert haben. Aber wenn wir da konsequenter schon in der ersten Halbzeit sind, dann führen wir da schon rechtzeitiger. Und hinten raus hätte es auch höher noch werden können. Da muss man sagen, dass der Torhüter auch gut gehalten hat. Aber wir einfach auch noch ein bisschen konsequenter werden müssen. Gerade im Hinblick auf das Spiel gegen ESC am Freitag, ein Pokalspiel. Da wird ESC alles reinwerfen, haben nichts zu verlieren. Und da müssen wir dann unsere Chancen nutzen, um dann ins Finale einzuziehen. Und ja, wir freuen uns drauf. Karfreitag, Heimspiel, 15 Uhr. Was gibt es Besseres am Karfreitag als Fußball? Also, dir alles Gute, lieben Gruß. Ja, danke, nichts gibt's Besseres. Nächstes Spiel, Habenhausen gegen LTS. 3:4, Yücel hüllt in der letzten Minute die 3 Punkte. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, zum TuS Comet Aachen gegen SFL Bremerhaven. 1:0 für die TuS Comet aus Aachen und Henry Grilke mit einem Traumtor. Schöner Heber, hat er super gemacht, das schafft nicht jeder. Schönes Tor. Ich habe Kevin zum Spiel ein bisschen was befragt, hier ist seine Antwort. Ja, ich finde, dass wir in einem chancenarmen Spiel am Ende verdient gewonnen haben. Man hat beiden Mannschaften angemerkt, dass einiges auf dem Spiel stand, dass es doch sehr, sehr ausgeglichen und sehr eng gerade in der Tabelle da unten zugeht. Ich muss allerhöchsten Respekt den Jungs zollen. Ich weiß gar nicht, wie viele Ausfälle wir am Ende hatten. Wir hatten 9 komplett fitte Spieler. Dennis, der noch gespielt hat, dem ging es extrem schlecht. Der hat sich eine Halbzeit gequält. Die Jungs, die dann reingekommen sind, waren auch angeschlagen, beziehungsweise 2 Jungs waren dabei, die aus der A-Jugend gekommen sind, die gar erst ihr erstes Spiel im Herrenbereich gemacht haben. Und mit dieser Situation, auch mit dem Wissen, dass heute Vormittag noch spontan unser Torwart ausgefallen ist aufgrund von Fieber, wir da auch nochmal reagieren mussten, haben die Jungs das extrem bravourös gelöst.
Es war sicherlich jetzt nicht das allerschönste Fußballspiel, aber ich glaube, dass wir trotzdem immer bemüht waren, viel Ballkontrolle, auch fußballerische Lösungen zu finden. Abends extrem gut wegverteidigt. Ich glaube, wir haben im ganzen Spiel nicht eine ernsthafte Torschance zugelassen. Und auch gerade aufgrund des jungen Alters, was wir wieder hatten, gerade auch mit den Wechseln dann der Jugendspieler, haben wir es auch hinten heraus sehr souverän gelöst. Und wirklich Respekt und Glückwunsch an unsere Jungs für diese Leistung und für die drei wichtigen Punkte. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu Bewegbildern. ESC Geestemünde gegen Union 60 Bremen in Bremerhaven bei Geestemünde. Und hier ein Blick aufs Wetter. Zeitweise möchte man da keinen Hund vor die Tür schicken. Aber das Wetter wurde besser. Das Spiel auch. Dann lass uns mal loslegen. 29. Spielminute. Union 60 hier im Mittelfeld am Ball. Trat noch ein bisschen auf wie einer, der oben mitspielt. Und Geestemünde nicht der Favorit ist. Jetzt nach außen gelegt. Reingebracht. Und als der Keeper Kevin Blum zustelle. Hat er gut aufgepasst, gut mitgespielt, der Torhüter. Sehr schön gemacht. Hier ist der Geestemünde ein bisschen in Trouble. Hat das ein oder andere gute Ergebnis. Sind im Pokal weiter. Treffen jetzt nächstes Wochenende. Karfreitag. Auf den Bremer SV im Pokal. Das wird sicherlich interessant. Da wird die kampfstarke Truppe aus Bremerhaven alles aufbieten müssen. Aber jetzt war noch Union da und Union, schöner Abschluss hier gegen den Pfosten. Völlig überraschend und dann war der Stürmer im Abseits. Aus dem Nichts dieser Schuss. Schönes Ding. Ich bitte die Tropfen auf der Kamera zu entschuldigen. Das Wetter war echt unter aller Sau. In der Halbzeit hat es wieder geregnet ohne Ende. Und jetzt sind wir hier in der 72. Spielminute. Da tankt er sich außen durch. Abschluss wird noch gehalten und dann der Nachschuss. Akbar Mohamed, sein 11. Saisontreffer in der 50. Spielminute. Was habe ich eben gesagt? Egal, es ist die 50. Spielminute. Die Uhr oben funktioniert nicht richtig, entschuldigt das. Funktioniert ab und zu einfach nicht richtig. Ja, Freistoß Union 60. Bei jetzt mittlerweile gutem Fußballwetter. Kam aber jetzt nicht so viel bei rum bei diesem Freistoß, wie ihr gesehen habt. Aber Union immer wieder mit einem ruhigen Spielaufbau probiert er einiges und Geestemünde versuchte durch Kampf und durch viel Wille dagegen zu halten. Und schaffte das auch über weite Strecken sehr, sehr gut. Hier jetzt nach vorne geht dann immer die Post ab, hier über rechts außen. Dann aber abgeblockt. Und dann Stürmerfoul. Wieder Union mit Spielaufbau. Immer wieder Innenverteidiger spielen in die Mitte rein auf die 8er, 6er. Jetzt schön über die Außen durchkombiniert. Jetzt muss die Flanke reinkommen. Aber ging direkt auf den Keeper. Jetzt über die rechte Seite wieder eine Flanke. Diesmal besser. Aber ESC kann den per Kopf klären. Der Innenverteidiger hochgewachsen. Ich könnte mir vorstellen, dass es Schönewolf war. Weiß aber nicht genau. Ja. Schön geklärt. Jetzt mal wieder Geestemünde durch die Mitte. Nach außen gelegt. Nimmt den ersten Kontakt leider nicht genau mit, gleich mit den 16er, dann wäre da sicherlich mehr drin gewesen. Aber gut, ich sag's nochmal wieder, der erste Kontakt ist der wichtigste. Ja, und dann bleibt's dabei. 1-0 für ESC Geestemünde gegen Union 60. Wichtiger Dreier für Geestemünde. Unser nächstes Spiel. BTS Neustadt war zu Gast in Brinkum. Beim Brinkumer SV. Und der Brinkumer SV, wie man ihn kennt, hohes Pressing von Beginn an. Wollte von Anfang an zeigen, was hier los ist. Und so passiert es dann auch. Relativ früh hier ist Neustadt noch am Ball mit einem Einwurf. Den verlieren sie allerdings. Und Brinkum versucht dann nach vorne zu spielen. Hier noch ein planloser langer Ball. Ich weiß nicht, für wen der war. Aber Neustadt kriegt ihn nicht perfekt geklärt, da hätte er mit mehr Ruhe vielleicht spielen können, wenn man nicht so aufgeregt wäre. Und so bleibt Brinkum immer wieder im Ballbesitz. Pressen direkt immer hoch und versuchen drauf zu gehen. Und jetzt haben sie ihn hier auf der rechten Seite erobert. Er spielt den Ball jetzt rein und dann ist da schön Ala Aid Ahmed mit seinem 4. Saisontreffer in der 3. Spielminute bereits.
Schönes Tor. Aber auch Neustadt war da und hat ein bisschen was probiert. Es waren jetzt keine Großkaräter-Chancen dabei in diesem Spiel, aber es war sehr umkämpft und Neustadt hat das Spiel sehr, 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 sehr lange offen gehalten. Haben alles reingegeben. Neustadt spielt wirklich gut. Hier, schade. Aber auch eine Abseitsposition. Selbst wenn er mit den Hacken rangekommen wäre, hätte das Tor nicht gegolten. Ja, und jetzt mal wieder Neustadt am Ball. Schön durchgespielt und jetzt haben sie eigentlich sowas wie Überzahl. Müssen es nur ordentlich ausspielen, spielen über außen. Jetzt ist er in 16 da drinne. Aber der Ball wird gehalten. Dann am Ende doch zu planlos. Diesen Punkt ausgespielt. Brinkum gewohnt stark mit ihren hochgewachsenen Innenverteidigern und guten Passspiel am Boden. Aber auch da, das war eine zählbare Chance, sag ich mal. Jetzt nichts super Bestimmendes. Springen wir in die zweite Halbzeit, 55. Spielminute. Wieder nach rechts außen gelegt. Kamera leider nicht on point, aber ja, ist jetzt eigentlich alles relativ harmlos in diesem Spiel gewesen. Die Highlights kommen noch, das kann ich euch versprechen. Bringen wir jetzt wieder im 16er, setzt sich schön durch mit einer Finte. Aber dann ist da auch der Neuschatzgeber am Start und kommt raus und kann den Ball klären. Hoch und weit bringt Sicherheit, denkt man sich bei Neustadt. Jetzt im 16er am Ball. Nochmal abgelegt. Und dann wird das zu eng. Dann sind Esin Demirkapi und Ole Bauer am Start und können das dann auch abwehren. Aber Neustadt keineswegs chancenlos. Hier wieder am 16er bringt den Ball rein. Sind am Ende dann ein bisschen zu ungenau. Das ist ein bisschen schade. Freistoß Brinkum. Ihr seht's. Ich habe nach Hochkarätern gesucht. Ich habe nicht wirklich welche gefunden. Es tut mir leid, falls ich die eine oder andere übersehen haben sollte. Und hier fast ein Eigentor. Aber auch da nichts mehr drum gekommen. Und so kommt es, dass wieder eine Standardsituation in der 90. Spielminute. Und Freistoße können sie, sind sehr standardstark. Und hier kommt der lange Ball auf Dennis Jansen, der da völlig frei ist. Der nimmt den Volley direkt schön drehen. Und da ist das Ding drin. In der 90. Spielminute. Dennis Jansen. Schönes Ding. Sein 6. Treffer diese Saison schon. Mit dem 2:0. Wir gucken nochmal hin. Schöne Ausverdrehung. Und dann ist das Ding drin. Toll. Schönes Tor. Sowas sieht man gerne. Aber Neustadt hat nicht aufgegeben, hat nicht aufgehört. Hier ein schöner Steckpass. Rennt er jetzt alleine auf den Keeper zu und tunnelt ihn oder unsere Beine durch. Und ist das Ding auch drin. Schönes Tor. Und diesen Namen. Gordy Henrifa Ongong Mumpese. Sein 7. Treffer in der 92. Spielminute. Gratulation. Schönes Tor. Schön gespielt. 7 Tore. Weiter so. Aber ihr wisst es, 94. Spielminute seht ihr jetzt oben. Da passiert ja nicht mehr viel. Ist auch der Endstand. 2:1 gewinnt Brinkum SV gegen BTS Neustadt. Verdient schon, aber kein großes Spiel. Toller Kampf von Neustadt. Wir blicken auf die Tabelle, ihr kennt das von mir. Macht jetzt Pause, wenn ihr euch sie genauer angucken wollt. Bockfeld, wie gesagt, bereits abgestiegen. Und das war's mit Highlights und Tore der Sportschau für die Bremenliga. Das war der 29. Spieltag. Ich hoffe, ihr schaltet auch wieder beim 30. Spieltag ein. Dieses Wochenende Ostern ist erstmal Pokalwochenende. Schaut da doch mal rein. Am Montag spielt Tuske mit Asten gegen Wartanspor. Kann man sich auch mal geben. Ich hoffe, ihr guckt Fußball, bleibt der Bremenliga treu. Wir hören uns. Ciao.